Zuletzt bei Mario und Luigi Superstar Saga. In der Schergensaga kamen wir erstaunlicherweise ziemlich gut voran. Wir konnten einem Toad den Unbesiegbarkeitspilz aus seiner Höhle bringen, wobei hier die Chance besteht, dass wir eventuell den Falschen mitgenommen haben. Und wir konnten Goombernd unserer Truppe anschließen. Wir wissen aber auch, dass Morten das Toaddorf angreifen will und um Morten zu bekommen, müssen wir das Toaddorf verteidigen. Ein moralisches Dilemma für unsere Truppe, aber ich denke, wir kriegen das hin. Meine lieben Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi Superstar Saga in der Bowser Schergen Erweiterung. Freunde, ich habe gerade eben schon einen Part aufgenommen und ihn abgebrochen, weil ich einfach den ersten Kampf direkt verloren habe. Ich kann euch gleich sagen, was los ist. Ich gehe in diesen Kampf, Goldbeanie erspäht, mit meinem Only-Stürmer-Team. In der Aufnahme, die ich gerade gemacht habe, bin ich mit meinem Only-Schützen-Team rein, weil ich dachte, ich treffe hauptsächlich auf Schützen und eventuell Flieger. Und das hat auch weitestgehend funktioniert. Im ersten Kampf, wie ihr es hier seht, treffen wir auf ausschließlich Schützen. Das heißt, mit meinem Only-Stürmer-Team bin ich hier massiv im Vorteil. Und den zweiten Kampf haben wir auch noch sehr gut überstanden. Ne? Das war auch einwandfrei. Bloß der dritte Kampf war dann etwas schwierig, weil da gab es dann sehr viele Schützen und auch zwei Flieger. Alles einwandfrei. Wir waren mit unserem Only-Schützen-Team massiv im Vorteil. Aber der gegnerische Kommandant war ein goldener Stürmer Beanie. Das werden wir jetzt gleich sehen. Und der hat einfach mein ganzes Schützenteam plus Kommandant auseinandergenommen. Also wirklich, der hat uns komplett rasiert. Und ja, nachdem ich jetzt dieses Wissen habe, dass ich auf genau zwei Flieger treffe, die mir eigentlich ziemlich egal sein können, kann ich hier mit meinem Only-Stürmer-Team rein. Mein Problem ist auch noch, dass mein Only-Schützen-Team ein Durchschnittslevel von 19 hat, während, glaube ich, mein Stürmer-Team ein Durchschnittslevel von 21 oder 22 hat. Also mein Stürmer-Team ist deutlich besser gelevelt und ihr seht das, Freunde. Ne? Also hier passiert gar nichts. Der Dude wird hier komplett rausgenommen und haben eigentlich wieder alle von meinen Truppen überlebt. Tatsächlich ja, alle 8 Einheiten haben sich behauptet, nochmal. Okay, also mein Only-Stürmer-Team ist einfach insanely krass. So, und wie gesagt, die einzigen, ne, das einzig Sinnvolle, wo mein Only-Schützen-Team besser gewesen wäre, sind hier diese zwei Flieger. Aber das Problem ist, vor dem Kampf weißt du nicht, auf wie viele Flieger du genau triffst. Du weißt es halt nicht. Du siehst eine Übersicht, dass quasi das Flieger vorkommen, dass sie existieren, aber du kannst einfach nicht einschätzen, was genau passieren wird. Und genau das ist der Punkt. Deswegen dachte ich, dass mit meinem Only-Schützen-Team besser wäre. Aber dadurch, dass ich jetzt ja doch immer mein Stürmer-Team einsetze und dieses Stürmer-Team halt auch wirklich gut performt, ja, bin ich halt fast ein bisschen am Arsch, weil dadurch mein Schützen-Team immer noch schwächer wird und mein Stürmer-Team immer noch stärker. Ich glaube, da muss ich bald mal eine Farming-Session einlegen, damit mein Schützenteam einfach mal ein bisschen mehr Erfahrungspunkte bekommt, weil irgendwie, I don't know. Wir kriegen den Spike. Das ist ein Schütze, der könnte auf einem guten Level sein. 6, wir kommen wieder ein Level up. Es ist insane, Stürmer Erfahrungspunkte, aber ein Level 21 Schütze, den nehme ich auf jeden Fall mal mit. Zudem, Freunde, befindet sich dieser Part in einer kleinen, ich nenne es mal, besonderen Situation. Denn während wir hier aufnehmen, ja, warte ich auf einen ziemlich speziellen Anruf. Denn eigentlich hätten heute alle UI-Klamotten abgeholt werden sollen. Heute ist Montag, ne, also ich nehme das tagesaktuell für euch auf. Und die Abholung, warte mal, wir haben hier Stürmer und Schützen und hier haben wir alles. Ja, dann gehe ich auf Only Stürmer. Damit rasiere ich hier wieder. Die Schützen rasiere ich weg und gegen die Stürmer bin ich gleich gut. Only Stürmer ist geisteskrank. Na und, ja, eigentlich hätten heute Mittag alle UI-Pakete abgeholt werden sollen, aber sie wurden nicht abgeholt. Also ich habe eine Bestätigung bekommen zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr, kommt der Bote und ich dachte mir so, ja, geil, ne, wenn der Bote kommt, top Sache, da bin ich dabei. Jetzt habe ich gerade eigentlich Ansporn drücken wollen und habe aus Versehen Vereitelung gedrückt. Das Leben ist schön, aber kein Problem. Ja, auf jeden Fall, der LKW kam nicht, der alle UI-Pakete hätte abholen sollen. Und dann habe ich angerufen, habe gesagt, ja, laut Vereinbarung hätte der LKW eigentlich vor einer Stunde hier sein sollen. Was ist hier los? Ja, tut uns leid. Wir überprüfen das. Innerhalb von 2 Stunden bekommt ihr nochmal Rückmeldung, wie es aussieht. So, über 2 Stunden sind vergangen, Freunde. Die haben den Verteidigungsboost bekommen.
Über 2 Stunden sind vergangen. Ich habe immer noch kein Feedback bekommen. Daraufhin hat jetzt mein Cousin angerufen, dem die Lagerhalle gehört, wo wir all die Pakete verpackt haben. Und der hat jetzt auch nochmal einen ärgerlichen Anruf gemacht. Er sagt, Alter, die Pakete müssen heute raus. Was soll der Scheiß? Ja, und jetzt warte ich wieder auf Feedback. Das heißt, wenn, jetzt habe ich den Aktionspunkt verpasst, wenn während dieser Folge irgendwann mal mein Telefon klingelt, ich eine wütende WhatsApp-Nachricht oder eine Mail bekomme oder was auch immer, dann wisst ihr, woran das liegt. Also ich muss hier aktuell immer ein bisschen jonglieren und ich habe hier mal alles im Auge. Aber da ist vielleicht die Schergensaga gar nicht so schlecht, weil da muss ich gar nicht so aktiv spielen, sondern kann immer so ein Auge auf die Messenger haben, weil ich eigentlich will, dass die Pakete heute rausgehen. Ne? Erstens, weil ich einfach dieses Thema abgeschlossen haben will und zweitens, weil ich nicht weiß, ob ich morgen Zeit dafür habe, immer auf die Pakete zu warten. Ne, heute war mein Cousin da, aber wer weiß, vielleicht ist er morgen nicht da. So, 2 Level-Ups für den Dude. Oh, einen Level 23 Schützen. Oh, yes. Das kann unser Schützenteam massivst gebrauchen. So. Dann hauen wir einfach mal diesen Boomerang Bro, den 18er Boomerang Bro, hauen wir raus. So, und damit ist unser Schützenteam schon auf Level 20. Vom Durchschnitt her. Angenehm. So. Ansonsten, ich kann theoretisch auch den Fire Bro reinhauen. Wobei, ich habe eigentlich ein sehr diverses Team, muss ich zugeben. Ich bin eigentlich ganz zufrieden, wenn ich ehrlich bin. So. Okay, was machen wir hier unten? Wir haben 2 Stürmer, einen Flieger, 2 Schützen. Das heißt, wir haben hauptsächlich wieder Stürmer und Schützen. Vielleicht ein paar Flieger. Ganz ehrlich, ich glaube, ich bin wieder mit meinem Stürmer-Team am besten aufgestellt. Wir kriegen diese Flieger schon irgendwie weg und der Rest ist gleich oder wir sind im Vorteil. Ah, Koopas. Aua, what the fuck? Hey, aua. Was machst du da? Das sind keine Koopas, Kommandant. Dieses Land scheint seine eigene Koopa-Version zu haben. Ah, verstehe. Die haben da sowas Komisches auf dem Kopf. Auf dem Kopf so ein Keim. Da bleibt man nicht allein. Was? Ha, habt ihr das gehört? Ich habe was gefunden, das sich auf Keim reimt. Naja, ich fand's zumindest lustig. Kommandant Goomer, bitte hör auf damit sofort. Ist vielleicht besser so. Wow, was für eine dialogtechnische Einlage. Ich bin schwer begeistert. So, okay, ja. Wir treffen auf Stürmer und Schützen. Das heißt, in diesem Kampf haben wir schon mal die Oberhand. Oh, und die Boomerang Bros sind stark gegen meine Pockies. Oh, ekelhaft. So, ich vereitel den gerade mal ein bisschen. Die Angriffe, sehr schön. Der Poki haut hier ein bisschen rein. Der erhöht seine Verteidigung. Aua. Okay, daran hätte ich denken können. Ich hätte vielleicht mein Stürmerteam ein bisschen überarbeiten müssen. Aber trotzdem haben wir den Kampf gut gewonnen. Ich habe auch 3-mal vereitelt. Also ich habe einiges an Kommandantenpunkten hier reingezimmert. Aber insgesamt kriegen wir jetzt auch wieder 2 zurück. Das heißt, ich habe aktiv einen verbraucht. Okay. Also, vor diesem Boomerang-Dudes müssen wir auf jeden Fall aufpassen. So, was kommt als nächstes? So, wieder keine Flieger. Optimal. Das ist eine Top-Sache. Den Kampf dürfen wir sogar easy gewinnen. Da versuche ich mal ein bisschen meine Kommandantenpunkte zu sparen. So, der haut jetzt hier ein bisschen raus, ne, der zwiebelt ein bisschen rein, aber wir sind einfach im Vorteil, weil der Gegner, der hat glaube ich auch nur Stürmer, ne? Oh, scheiße, Guys, oh, scheiße. Aber meine Truppen stehen schon an seinem Kommandanten dran. So, doch, wir sind hier im Vorteil. Mein Team macht einen fucking guten Job. Das ist insane, das ist richtig gut. So, kriegen wir den Dude da unten auch noch geheatet? Nee, das heißt, wir kriegen keinen Erfahrungsboost. Aber das ist okay. Wir haben wieder volle Punkte. Das heißt, wir können auf jeden Fall noch einen Ansporn machen. Oder sogar für 6 Aktionspunkte ein Kommandantenduell feuern. So, und auch, ja, auch gegen die gewinnen wir easy. Gegen 5 von 8 sind wir im Vorteil. Gar kein Stress. Eigentlich theoretisch müsste ich auch hier keine Punkte verwenden. Auch das ist ein easy Sieg. Aber im nächsten Battle hau ich dann wahrscheinlich sogar Ansporn und Glücksgriff raus. Ist vielleicht gar keine schlechte Sache. So. Sehr gut. Mein Stürmer-Team rasiert alles. Also, solange bei den Gegnern nicht massiv viele Flieger dabei sind, rasieren wir mit dem Only-Stürmer-Team. So, und jetzt muss ich halt aufpassen. Aber es sind 3 Stück, das werden wir schaffen. Es gibt instant einen Ansporn, damit wir hier auf jeden Fall schön viele Attacken rausbekommen, weil in dem Kampf sind wir auf jeden Fall im Nachteil. So, und dann werde ich jetzt ein bisschen warten. Eine Vereitelung habe ich jetzt gerade einfach in die Pampa gesetzt, kein Act. Ich warte noch ein bisschen, weil beim Glücksgriff kann ja auch immer eine Heilung rauskommen. Sehr schön, ein Flieger wurde schon rausgenommen. Und das mache ich nämlich jetzt. So, jetzt kommt der Wirbelpanzer von dem Kollegen.
Mhm, ja, ich bin schwer begeistert. Aber ich droppe Ausweichen plus. Oh mein Gott. Und von mir steht einfach noch fast jeder. Ja, das ist tatsächlich ein easy Sieg. Ey, ohne Witz. Ich liebe meinen Kommandant Goomba Team. Die rasieren alles. Von vorne bis hinten. Das ist so, so, so stark. Cool. Yes, Freunde. Da haben wir doch schon mal den einen oder anderen erfolgreichen Kampf heute. Hey. Hallo ihr alle. Ich war ja so einsam. Ich habe mich unter die Panzer hier gemogelt, um mich nicht aufzufallen. Mutterseelen allein, ein schreckliches Gefühl war das. Die Einsamkeit ist vorbei. Lass uns König Bowser retten. Oh ja, ich freue mich so mit Shaggy zu sein. Macht mich froh. Aber eine Frage, müssen wir kämpfen und so? Nun ja, andauernd. Aber mal eine andere Frage, was soll das mit dem Reimen? Ich bin ja ein Freund von Poesie, aber es wirkt doch etwas inflationär. Oha, ich habe noch nie gegen einen anderen als Mario gekämpft. Eigentlich war ich nur Putzpersonal in Bowsers Festung. Zwischen Schrubben und Langeweile polierte ich deshalb meine Reime. Alles gut, jeder von uns hat seine Vorgeschichte. Ich hatte am Anfang auch große Angst. Jetzt bin ich Kommandant und für Bowsers Rettung verantwortlich. Es geht wieder los, die Selbstbeweihräucherung. Ich hab's, du darfst auch Kommandant sein. So wirst du im Handumdrehen selbstsicherer. Wie ich? Vom einfachen Goomba zum Kommandant? Hey, Goomba? Er ist doch Koopa. Ja, ich probier's. Als Kommandant habe ich's allein in der Hand. Haha, was für ein Reim. Hihihi. Geht's ihm auch wirklich gut? Es geht los, das ist famos. Das ist nur die Aufregung, das legt sich mit der Zeit. Ein Koopa macht sie alle platt, der Kommandant setzt sie schachmatt. Auweia, bloß weg hier. Hä, der kommt mit? Aber der wird doch jetzt kein Kommandant. Yo, 7 Level-Ups oder 6 auf jeden Fall. Doch! Kommandant Koopa. Level 23. Mag harmlos aussehen, doch sein harter Panzer macht ihn schwer zu knacken. Knochentrocken teilt nicht nur seine Skelettstruktur, auch das Wissen um seine Schwächen. Okay, wir sind stark gegen Knochentrocken. Rekrutiere alle Koopa-Typen, haben wir abgeschlossen. Wir haben jetzt hier noch Bohnen bekommen. Interesting. Und wir sind am Ende des Gröltals angekommen. Naja, mit vielen Schützen und Stürmern. Freunde, ich glaube, wir gehen mit demselben Team wieder rein. Wir gehen mit demselben Team wieder rein. Wir machen gar nicht lange Faxen. Ich glaube, naja, ich könnte theoretisch noch die Bohnen verteilen. Das wäre, glaube ich, eine sinnvolle Sache. Stürmer-Erfahrungsbohne M. Ja, verteilen wir hier einfach in meine Crew. So, dann kommt der einfach auf Level 24, der Chuck. Die Fliegerbohne gebe ich einfach auf den Kommandanten. Ich glaube, da ist sie immer ganz sinnvoll aufgehoben. Super-Erfahrungsbohne M gebe ich meinem Schützenkommandanten. Ne? Hier, der ist nämlich nur auf Level 18. Der kann nämlich hier ein bisschen Liebe verbrauchen. Und die KP-Bohne gebe ich, ich habe keine Ahnung. Komm, einfach einem meiner Stürmer. Warum nicht? Und die Moralbohne auch noch. Der Poki ist sick. Auch wenn er anfällig gegen Boomerang Bros ist. Aber ich sehe keine Boomerang-Kämpfer im Gegnerteam. Also, rein da! Machen wir das Ding! Machen wir den Sack zu! Halt! Wir sind da! Sagen und Toads befolgen Mortens Befehle. Bahaha! Das ist nur Mortens Stadt und die von Krankfried. Morten! Eine Horde Schergen, geführt von einem Goomba, nähert sich. Schlaue Schergen folgen mir, dumme Schergen werden verhauen. Jawohl. Wow. Also, die Dialoge werden wirklich immer gehaltvoller und sinnvoller. Ich bin schwer begeistert. 5 Kämpfe! Aber wir kämpfen gegen Only Schützen. Das heißt, der erste Kampf ist erstmal hier easy geschenkt. So, die haben auf jeden Fall sehr effektive Attacken. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Hammer gegen den Poki. Kann es sein, dass der Poki einige Schwächen hat? Also, ich habe das Gefühl, wir kriegen ja regelmäßig mal auf die Fresse. Aber ja, ihr seht es, wir stehen schon an seinem Kommandanten dran. Ganz entspannt. Zack! Hier schön reinzwiebeln. Gerade die Action-Attacke oder die starke Attacke vom Poki ist insane. Wir kriegen sogar jeden Gegner eliminiert. Wodurch es nochmal extra Erfahrungspunkte gibt. Was natürlich sehr, sehr, sehr angenehm ist. So. Und die Musik ist natürlich auch schon ein bisschen episch. Aber das ist natürlich der Bosskampf des Grülltals. So ein Stürmer, 6 Schützen. Ja, come on. Also,
Ich bin ganz ehrlich zu euch. Oh. Er kommt mit dem Moral-Push. Oh shit, da werde ich vielleicht ein bisschen rein vereiteln. Da schauen wir mal nach. So, aber eigentlich dürften wir hier im Vorteil sein. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal. Ja, unsere Pokies sind schwach gegen Feuer. Okay, aber wie gesagt, wir sollten im Vorteil sein. Also, ohne dass ich jetzt zu viele Kommandopunkte verbrauche, dürften wir eigentlich in der Lage sein, ja, den Typen rauszunehmen. Geiler Stuff. Geiler Stuff, Freunde. So, wir müssen ihn jetzt nur noch einmal treffen. Okay, da wurde verfehlt. Da wurde auch verfehlt. So, können wir den Typen bitte rausnehmen. So, oder er greift einfach mit dem Poki an und tötet sich dadurch selber. Die treffen halt gar nicht, ne? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass wir ihn einfach gar nicht treffen? So, danke. Good job. Das passt. Und damit hätten wir auf jeden Fall schon mal auch einen Kampf mit einem Fliegerkommandanten gewonnen. So, kommen Flieger im nächsten Battle? Nein, da fliegt nichts. Das dürfte relativ entspannt vonstatten gehen. So, ich droppe jetzt hier mal den Ansporn, auch wenn es nicht notwendig gewesen ist. Nein, es ist nicht notwendig gewesen. Das war dumm. Ganz ehrlich, wenn ich drüber nachdenke, ist das dumm. So, ich denke halt immer, ja, um es halt zu beschleunigen. Aber ich meine, wer weiß, was im nächsten Kampf kommt. Und da hätte ich die Action-Punkte vielleicht gebraucht, beziehungsweise die Kommandantenpunkte, ne? Also, ich sollte das serious nehmen. Ich hab schon genügend Kämpfe verloren. Oh! Unsere Präzision wird gesenkt. Mhm, nicht geil. Nicht geil. Ich spare jetzt mal, weil wir stehen schon wieder vor seiner Fresse. Das dürfte eigentlich was werden. So. Was kommt jetzt? Oh, ein Glücksgriff. Jetzt. Er gönnt sich jetzt noch eine Heilung. Schade. Aber vielleicht, wenn dieser Chuck ja anfängt, meinen Goomba anzugreifen, dann passt das. Aber ja, komm. Come on. Boom. Chuck ja, Battle Chuck ja. Und die Verteidigung wurde gesenkt. No, Pokey. Das heißt, wir machen jetzt hier wirklich schön Damage. Und das war's. Top Sache. So. 6 Kommandantenpunkte sind in unserem Inventar. Und wir droppen gegen 3 Flieger. Okay, 3 Flieger mit einer erhöhten Verteidigung. Das ist ekelhaft. Ich droppe einen Ansporn, mache aber sonst nichts mehr, dass ich beim nächsten Kampf noch auch noch den Ansporn droppen kann. Ne, weil das wird dann der Bosskampf gegen Morten. Da dürfen wir uns keine Fehler erlauben. Das ist das Wichtige. Zack. Zack und zack. Good job. Ich lasse das einfach so über mich ergehen. Jetzt stehen, glaube ich, deutlich mehr von uns. Die Flieger von ihm stehen noch. Jetzt stehen noch 2 Flieger. Oh, Mist, ich habe das exzellent verkackt. You serious? So, der battelt jetzt. Okay, durch den... Oh mein Gott! Durch den Moral-Push hat mein Kommandant permanent angegriffen. Ja. Sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Da kommt ein Verteidigungsboost. Okay, Bro. Und noch einer. Also mein Team ist jetzt einfach eine fucking Wand. Aber können wir das jetzt einfach beenden? Putz, nein, verfehlt. Jawollo, good job, Cooper. Aber stand vorhin eigentlich bei dem Dialog mit dem Cooper wirklich, ich war ein einfacher Goomba. Also ist das noch, kommt da noch ein Plot-Twist? Oh geil, keine Flieger. Keine Flieger. Ansporn it in. Feierabend jetzt. Oder war das tatsächlich einfach ein stabiler Übersetzungsfehler? Verrückt. So, das tut jetzt natürlich ein bisschen weh, aber mein Poki steckt es ganz gut weg. Und jetzt gibt's auch die Fresse und vor allem auch alle Hintermänner. Verteidigungsboost für den Cooper. Der kann sich nämlich sehr gut gegen den Chakya beweisen. Oh mein Gott. Es lebt einfach nur noch einer von ihm, sehe ich das richtig? Totalschaden, okay. Aua. Putz! Oha. Komplette Rasur. Hahaha, komm doch. Oh nein! Vor allem holt sich auch eine Fliegerverstärkung. Ist das dein scheiß Ernst? Okay, er hat unseren Angriff abgesagt. Aber das Gute ist, er ist, ich weiß nicht, ein Stürmer, glaube ich. Das heißt, ja, der hat hier nichts mehr zu melden. Geil! Wir haben Morten besiegt. Und zwar ziemlich problemlos. Und all das mit einem Only-Stürmer-Team. I like. Morten, was ist mit Bowser geschehen? Puh, damit fehlen uns nur noch 3 Koopalinge. Gegen den Rest müssen wir auch kämpfen.
Das klingt schlimmer, als es ist. Auch wenn wir nicht die Stärksten sind, zusammen kann uns niemand etwas anhaben. Unsere Schergenmoral bündelt sich und lässt unseren Trupp zum gewaltigen Heer werden. Eines, das König Bowser zu retten vermag. Kurz gesagt, das klappt schon. Wir werden es zurück zu Bowsers Festung schaffen. Doch bis dahin gebt alle euer Bestes. Ich bin bei euch. Alle weg! Koopaling Morton wurde rekrutiert. Nice! So, nochmal 4 Level-Ups. Mein Stürmerteam ist böse unterwegs. Geil. Ein 24er Stürmer nochmal. Und ein 24er Boomerang, Bruder. Und ein 24er Flieger. Geil. Gute Verstärkung für unser Team. Sehr gute Verstärkung für unser Team. So, hier geht auch die Bowser-Story weiter. Da müssen wir aber Level 25 sein. Ich weiß nicht, ob ich mir das schon zutraue. Wir bauen jetzt erstmal unsere Aufstellung. So, wir nehmen jetzt hier auf jeden Fall den 24er Boomerang-Bruder noch rein, statt dem 19er. Das erhöht auf jeden Fall unser Level massiv. So, dann, ja, theoretisch müsste ich Morton eigentlich schon hier reinholen, aber ich meine, mein Team ist echt stark. Ich glaube, ich tue dafür den Käfer raus, weil wir hatten, oder den Koopa, warte mal. Nee, der Koopa ist stärker, glaube ich. Oder warte mal. Mal hier haben wir grob plus 66 plus 99 Werte. Minus, sagen wir also grob plus 65 Werte. Und hier haben wir, ja, genau das gleiche. Es ist genau das gleiche. Aber ich glaube, wenn wir den Koopa jeeten, ich hau den raus. Ich glaube, der Koopa macht einen guten Job. Wir machen das so. So, und dann unsere Fliegertruppe werde ich jetzt auch noch aufwerten. So, der 24er Flieger ersetzt hier den 19er. Ganz ehrlich, der ist auf allen Ebenen besser. Top. Damit wird auch mein Fliegerteam ein bisschen gepusht. Sehr schön. Wir bestätigen das. Sonst wird uns das noch weggeeatet. Und wir hauen hier noch eine Beförderung raus. Stürmer, Erfahrungsbohne M. Geben wir... Komm, geben wir es dem Kommandanten. Why not? Fliegerbohne M. Geben wir dem niedrigstgelevelten. Oder nee, dem Kommandant. Weil, wie gesagt, Teammitglieder tausche ich gerne mal aus. Und Schützenbohne L. Da freut sich unser Captain, ne? So, ne, weil, wie gesagt, Teammitglieder tausche ich gerne aus. Doppel-Level-Up für ihn. Aber der Captain wird immer der Captain bleiben. So. Ich glaube aber, bevor ich die Bowser-Story weitermache, gehen wir dann hier hin. Aber im Witztempel waren wir noch nicht. Das heißt, okay, komm, wollen wir es probieren? Wir treffen auf viele Schützen. Come on, guys. Das ist ein typischer Fall für unsere Only-Stürmer-Truppe. Wir treffen hauptsächlich auf Schützen, ein paar Stürmer und angeblich Flieger. Das schaffen wir. Und dann hätten wir die Welt komplett abgeschlossen, außer dieses superschwere Level. Aber jede Welt hatte dieses eine Level, was ultra schwer ist, wo man erst ganz spät wieder zurückkommen muss. Dieser Dieb, der bei Bowser war, müsste hier irgendwo sein. Hoffentlich ist Bowser immer noch bei ihm. Diesmal können wir nicht aufs Ganze gehen wie letztes Mal. Oh, alle Achtung, du hast dazu gelernt. Können wir das nicht ohne Kämpfen ausdiskutieren? Ach, vergesst es, das funktioniert nicht. Oh, mir gefällt das. Wenn wir mit König Bowser reden, klärt sich bestimmt alles. Nimm doch nicht alles ernst, was die Leute reden. Quatsch, der Plan ist so genial. Eine friedliche Strategie. Das ist so abwegig, dass es schon wieder gut ist. Reden ist immer gut. Kämpfen wird überschätzt. Gut, dass ich was gesagt habe. Gewalt ist einfach keine Lösung. Oh, was ist da? Rekrutiert der sich jetzt auch Truppen oder was? Oh, sehe ich da etwa richtig? Hey, warte gefälligst, bis du dran bist. Was ist denn hier los? Da muss wohl jemand an seinen Manieren arbeiten. Also ein Partner bist du schlichtweg unterqualifiziert. Zisch ab! Bewerbungsunterlagen geht's per Post zurück. Danke! Der nächste, bitte. Optisch passt du gar nicht zu mir. Komm jetzt nicht mit Diskriminierung. Tschö! Die Bewerbungsunterlagen gibt's per Post. What the fuck? Hey, die habe ich doch schon mal ausgemustert! Was fällt dir ein, nochmal beim Casting aufzutauchen? Tach, Entschuldigung, ist König Bowser hier? Das halbherzige Entschuldigung kannst du dir sparen. Und wer ist dieser König Bowser überhaupt? Meint ihr Bowser zu wie den Trottel? Der Kerl ist mit der Sternbohne abgehauen und soll mir bloß gestohlen bleiben. Oh, König Bowser ist nicht hier. Nun gut, Kameraden, dann haben wir hier nichts mehr verloren. Halt, nicht so schnell, ja? Wir haben vom letzten Mal noch eine Rechnung offen.
Rechnung? Aber hallo, wie ihr mich hinterrücks einfach so überrumpelt habt. Das war das allerletzte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ja, darum habe ich mich ja entschuldigt. Du glaubst, du mit einem saloppen Wort ist alles vergessen, ha? Oh, damn. Denkst du, jetzt fliegst du hochgradig aus dem Casting? Hey, da Ohren auf, wer schafft diesen Kaspern den Chaos zu machen, gewinnt das Casting und wird meine rechte Hand. Oh. Well, alles klar. Dann wollen wir mal schauen. Aber ich habe ein gutes Team am Start und wir... Oh, ich muss direkt auf die Boomerang Bros, die gegen meine Pokies gut sind. Und wir stoßen auf die Flieger, aber den können wir vielleicht direkt in die Fresse feuern. So. Sehr schön. Wenn die Pokies immer ihre Angriffe machen, bin ich mal ganz happy. Ich vereitel mal hier die Fliegerangriffe. Die versuche ich hier schon ein bisschen zu vermeiden. Der nächste Boomerang Bro ist raus. Meine Truppen stehen auch schon bei ihm vor der Base. Und wenn mein Kommandant es schafft, den Kollegen hier zu jeten, jawollo, dann ist das ein easy stuff hier. So. Bei den Kollegen passiert nicht mehr viel. Ich weiß nicht. Ah, doch. Ich weiß, wann ich hier drücken muss. Und oh mein Gott. Morten macht Damage. Holy shit. Und vielleicht waren das schon alle Flieger, auf die ich hätte treffen können, ne? So. Richtig. Okay, der Kommandant ist Flieger. Das könnte ekelhaft werden. Aber es sind nur drei. Es sind nur drei Kämpfe, sehe ich gerade. Ich drop meinen Ansporn hier. Und dann chill ich weiter mit meinen Kommandopunkten. Ja. Zack. Butz. Butz. Exzellent. Geiler Stuff. Ich glaube, da machen wir hier einen guten Job. Warum wird eigentlich dieses Poké-Ding manchmal nicht exzellent? Ich habe das Gefühl, ich drücke da immer zur selben Zeit. Aber mit 6 Kommandantenpunkten sollten wir dann auch eigentlich hier gut was hinbekommen. So, jetzt werden wir den Typen erst wieder nicht treffen. Oh, doch! Good Jobs! Spike? Nee, heißt nicht Spike. Stachy! Stachy ist der Name, den ich gesucht habe. Mist, exzellent verkackt. Sonst wäre es das jetzt wahrscheinlich schon gewesen. Aber Verteidigung gedroppt und Morten erledigt den Rest. Ah, der Morten gliedert sich hier gut ins Team ein. Und das Only-Stürmer-Team rasiert einfach komplett. Ich muss unbedingt offscreen meine anderen Teams leveln. Aha, zwei Flieger. Oh mein Gott, Birdo kämpft einfach mit was zur Hölle. So, fürchtet die Schergenmoral. Let's go. Uns geht's gut, wir haben Bock. Das war auch zu früh, shit. Aber die Verteidigung wurde gesenkt von dem Flieger, das ist sinnvoll. Schade, der Stachy-Angriff wurde unterbunden, ne? Ich habe Vereiteln gerade zu spät gedrückt. Vor allem, weil mein Poki damit auf die Fresse bekommen hat. Ich gewinne, du guckst zu. Ah, jetzt hat er auch seine Moral gepusht. Aua. So, das wird noch unterbunden, ne? Der ist raus. So, wir stehen zu viert vor seinem Kommandanten. Und mein Kommandant nimmt den Dude weg. Das könnte was werden. Das wird was, Freunde. Bam. Ich würde gerne noch diesen Dude killen. Ja. Weil dann kriege ich nämlich noch mehr Erfahrungspunkte, weil Claude ist jetzt auch draufgegangen. Nice! Boah, was ein erfolgreicher Part in der Schergensaga. Eigentlich dem Ort des Spiels, wo ich sonst immer gnadenlos verscheiße. Top. Geht's dir gut, Schätzchen? Zurück zum Anfang. Lasst uns gehen. Ach, König Bowser, hoffentlich bist du unversehrt. Ja. Oh. Währenddessen an der Grenze. Ah, jetzt kommt die Stelle, die wir schon kennen. Jetzt wird Bowsers Körper übernommen. Lugmilla, ist der hier recht? Ja, da wäre mir recht. Nur mach schnell. Die Szene kennen wir schon aus dem Originalgame. Das sieht ihn hochskaliert nach so geilem 3D aus. Ohne Spaß. I like this. Oh yeah. So. 3 Level-Ups. Sehr schön. Super Erfahrungsbohne M, damit unser Trupp-Level der Stürme sogar 25. Und damit sind auch die Bowser-Schergen erstmal wieder durch. Wie gesagt, ich glaube, diese super schweren Level, ich weiß gar nicht, haben wir am Lachberg angefangen? Nee, ich glaube, wir haben hier im Königreich angefangen, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, die können wir alle noch nicht machen. Beziehungsweise, hier gibt es gar keins, sehe ich gerade. Es gibt nur noch im Gröltal ein schweres Level, was wir noch nicht gemacht haben. Ah, und hier in der Lachlagune.
Welches Level brauche ich da? Ja, 35. Ich glaube, bei dem anderen habe ich auch 35 gebraucht. Ich vermute, dass auf 35 alles so ein bisschen endet, sage ich mal. Dass 35 vielleicht die Levelgrenze ist. Aber gut, Freunde. Beim nächsten Mal geht es hier weiter mit Mario und Luigi. Und wo deren Abenteuer sie hinführt, das werden wir gemeinsam herausfinden. Danke fürs Dabeisein. Euer Hübi. Vielen lieben Dank an Sören Komora und Lord Ryoma für euren immer noch dicken Support mit der großen Kanalmitgliedschaft. Danke euch.